Hallo und herzlich willkommen zu einem Special zu Stonehearth. Die Alpha 9 ist ganz kurz vorm Release. Es gab nochmal einen letzten Patch und da wurden noch so einige Probleme ausgebessert und eventuell wird es dann jetzt, denke ich mal, die Woche mit der finalen Alpha 9 soweit sein. Ich glaube nicht, dass noch weitere Features hinzukommen. Insofern können wir uns das jetzt schon mal anschauen. Und dann, sobald der offizielle Alpha 9 Release raus ist, legen wir dann mit dem Let's Play wieder richtig los. Und ich habe jetzt hier doch nochmal in dem Startbildschirm hier angefangen, weil ich finde dieses Bild so genial. Das ist echt mal sau cool. Und das spricht auch Bände, denn genau darum geht's, was wir hier sehen. Die Goblins haben einige Neuerungen erfahren, aber wir müssen. Ich hatte hier schon mal so einen Testspielstand während der Alpha 9 Aufbauphase sozusagen angelegt. Da war es noch so zwei weitere Patches vorher, aber auch schon Alpha 9. Ist aber leider nicht mehr nutzbar. Insofern müssen wir neu anfangen. Insbesondere deshalb bin ich froh, das Let's Play kurz pausiert zu haben, denn dann wäre dieser Spielstand auch schon wieder weg gewesen. Wir machen natürlich das normale Game, weil wir wollen ja die Goblins kennenlernen. Und ich hoffe jetzt einfach mal, das würde die ganze Sache sehr, sehr erleichtern, dass wir einen Platz finden, wo möglichst viele Bärenbüsche sind. Das würde uns jetzt hier fürs Special wirklich sehr helfen. Dann können wir schneller eine Stadt aufbauen, schneller groß werden und dergleichen. Ja, hier, das kennen wir schon, ne? Und dann schauen wir mal, ob wir hier diese Büsche haben. Ansonsten, da hätten wir ein paar... Da hätten wir auch ein paar. Oh, da hätten wir ein paar viele. Das ist gut. Hier können wir hin und haben auch ganz viel Baum dabei. Ein bisschen wenig Stein, den braucht man nicht. Das machen wir hier. So. So. Da kommen die Jungs und Mädels hin und wir hier für unser Special, da müssen wir nichts Großes anlegen oder großen Namen ausdenken. Dieses Tutorial am Anfang, das sparen wir uns auch. So, dann schauen wir uns noch mal an, was sich hier so verändert hat. Erstmal kennt ihr einiges schon. Traveler approaches holding a bundle. Was kriegen wir? 2 baskets of corns. Sehr schön, vielen Dank. Erstmal sehen wir nicht so arg viel Neues. Aus der Alpha 8, aus dem Ende der Alpha 8 kennen wir bereits diese Cancel Task Buttons. Das heißt, wenn ich hier etwas abbaue, die Bäume, dann kann ich ja mit diesem Cancel Task wieder sagen, weg damit. Das soll nicht abgebaut werden. Genauso kann ich hier sagen, dass das alles abgeräumt werden soll. Aber das will ich natürlich jetzt in dem Fall nicht. Das geht hier mit diesem Clear-Befehl und Loot. Das wird noch interessant. Und warum und wieso, das werden wir dann noch sehen. Dann hier sehen wir nichts Neues und hier unten Partys, die Organisation der Partys hat sich auch nicht weiter geändert. Was haben wir hier? Hier könnte man Workshops managen. Wie das Ganze funktioniert, weiß ich selbst noch nicht. Hier hat sich ein bisschen was geändert. Der Berufebaum, nenne ich den jetzt einfach mal, hat sich, ich sag mal, so ein bisschen aufgeräumt, sozusagen. Das ist jetzt nicht mehr so ein wildes Spinnenweben, wie es vorher war, sondern ein bisschen schöner und ein bisschen strukturierter, ausgehend vom Arbeiter, alle Berufe, wie sie aufeinander aufbauen und erlernt werden können. Und da sehen wir mal, was da noch so alles kommen möge. Also, hui, sag ich mal, das wird cool. Wir machen jetzt erstmal hier ein bisschen weiter und versuchen mal ein klein wenig das Dorf zum Wachsen zu bringen. Bauen die Bären ab. Und bauen hier mal die Bäumchen ein bisschen weg. Ich achte jetzt in diesem Tutorial nicht so sehr darauf, dass das alles hier schön und gerade und toll ist, sondern vielmehr, dass es einfach ein bisschen flotter geht und wir einen möglichst schnellen Fortschritt haben. Hier hat sich auch nichts weiter geändert. Das Lager können wir nach wie vor hier errichten. Und 20x20, die maximale Größe. Hauen wir raus. Die Blumen kommen weg. So.
Dann haben wir das schon mal alles. Ich kann das jetzt mal beschleunigen. Jetzt kommen wir mal zu den Goblins. Und das ist echt eine coole Neuerung. Die können Lager errichten. Hier irgendwo in der Pampa wird es vermutlich passieren, so nachdem die Stadt ein bisschen gewachsen ist, nachdem man ein bisschen was gebaut hat, wird es vermutlich passieren, dass ein Lager der Goblins entsteht. Mit kleinen Häuschen, mit auch so einem Lagerfeuer und mit einer Schatztruhe. Und allerlei Goblins, die jetzt auch unterschiedliche, ja, Berufe möchte ich es nicht nennen, aber unterschiedlich ausgeprägt sind. Da gibt es stärkere Kämpfer, schwächere Kämpfer und Arbeiter. Und nach sollen die Goblins dann sozusagen so ein Eigenleben bekommen, eine KI bekommen und einem dann entsprechend ganz schön auf die Pelle rücken und ganz schön bedrängen bei dieser ganzen Sache. Das ist, wir machen hier Standardbauten. Das ist also die große Neuerung. Shared Sleeping Quarters. Und das machen wir mal dahin. Und Build. Das ist die eine große Neuerung, dass die Goblins zum einen wirklich deutlich, deutlich stärker geworden sind. Also wenn ich jetzt hier keinen meiner Siedler zu einem Kämpfer mache, dann bin ich, sobald die Goblins kommen, absolut verloren. Insofern müssen wir relativ zeitig hier anfangen. Und die Jungs und Mädels jetzt erstmal hier zum Schreiner machen zum Beispiel. Damit wir relativ schnell an Schwerter kommen. Und dann hier, na komm, soll es doch hier, so. Und dann hier eine Stadtverteidigung aufbauen können. Also der militärische Aspekt wird jetzt umso wichtiger, denn sobald die Goblins jetzt kommen und sich erstmals melden, dann geben die uns, ja, also wie soll man sagen, so eine gut gemeinte Drohung raus. Nach dem Motto, gib mir dieses und jenes, ansonsten hauen wir euch platt. Naja, und wenn wir denen dann nicht dieses und jenes geben, dann kommen sie halt und versuchen uns platt zu hauen. Und insofern sollten wir bereits zu diesem Zeitpunkt nach Möglichkeit gerüstet sein. Ein bisschen Zeit hat man aber wohl. Als ich das mal angespielt hatte, da sind mir die sofort auf die Füße getreten und hatten sich sofort gemeldet. Das ist jetzt, glaube ich... Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Fenster diese Burg hat. Diese Bettenburg. Keine Ahnung, ich mache mal 8 Stück. Das war dann natürlich schon stressig, aber es ging zu lösen. Und ich denke mal, daher kriegen wir es jetzt auch wieder hin. Es ist tatsächlich ungefähr so konzipiert, dass 5 Goblins, wenn die gegen 7 Arbeiter antreten, diese Arbeiter einfach schlicht und ergreifend allesamt killen. So stark sind die mittlerweile gemacht worden. Das war ja eigentlich vorher kein Problem, wenn 5 Arbeiter auf 5 Goblins treffen oder gar 7 Arbeiter auf 5 Goblins, dann haben die Arbeiter die weggehauen. Und entsprechend unspannend war das und es wurde dann letzten Endes so gelöst, dass dann irgendwann ja wahre Goblin-Horden auf einen losgedroschen sind und dann konnte man das Ganze irgendwann nicht mehr wirklich abfangen, weil ja die Arbeiter sich auch im Laufe der Zeit natürlich im Gelände verteilen und dergleichen. Und das wird jetzt halt durch wenige, aber dafür deutlich, deutlich stärkere Goblins, Standardbauten habe ich gesagt, deutlich, deutlich stärkere Goblins eben abgefangen und abgewendet, dieser, diese Art und Weise, wie hier dann quasi Spannung reingebracht wurde. Das war ja auch nicht wirklich gut, aber es war halt auch nur eine temporäre Lösung von vornherein so vorgesehen. So, dann bauen wir das Häuschen auch noch. Hier brauchen wir noch ein paar Betten. Und dann haben wir da schon mal einen ganz guten Grundstock. Mit der Nahrung muss ich mal schauen. Ich glaube, ich brauche eine Farmerin auch noch. Oder sind hier irgendwo noch weitere Büsche, die ich ernten könnte? Ich glaube nicht, ne? Ich würde jetzt gerne erstmal nach Möglichkeit richtig schnell versuchen, die Stadt zum Wachsen zu bringen. So dass wir hoffentlich schnell Bekanntschaft mit den Goblins machen. Schwertchen haben wir schon. Und dann würde ich hier auch relativ schnell schauen, dass wir den Mason uns gönnen
Und dann ja, die besseren Waffen und dergleichen bauen können. Zudem soll der Carpenter ordentlich hier weiterbauen, insbesondere Betten. Das hat noch einen weiteren Grund. Das sind nämlich noch natürlich weitere Updates und einer davon ist richtig toll. Ein Update davon ist richtig genial. Ich denke, das werden wir auch bald sehen. Hier sind noch Bären. Kriege ich die noch? Ja, es ist relativ weit. Da auch. Jetzt ungern hier hätte ich die Stadt hinsetzen sollen. No. Schau mal, was mir hier. Oh, ich Trollo. Ich hätte überhaupt keine Felder gebraucht. Ja. Mann. Na gut, jetzt sind wir halt hier. Einfach nochmal ein paar Sekunden länger gewartet und das Ganze wäre. Oh, das ist so vielleicht die Support. Das wäre Rekord gewesen. So viel hätte ich noch nie in einem Radius hier gehabt. Naja, gut. Es ist ja auch so, glaube ich, ganz okay, wie viel. Daily Update, mal schauen, ob es reicht. Na, gerade nicht. Gut, Net Worth wäre auch noch nicht bereit gewesen, insofern brauche ich mich nicht ärgern. Jetzt fressen sie mir eh wieder alles weg. Aber hier sind auch die nächsten Früchte reif. Mal schauen, essen die nur einen Pott oder essen die zwei Pötte? Ist nur ein Pot. So, was? Er gibt mir 17 Juniper Logs und will 5 Oak Logs. So. Machen wir es. So. Was mich erstaunt gerade ist, es sind sehr wenig Holz ist übrig. Dabei habe ich ganz schön gefällt eigentlich am Anfang, dachte ich, aber naja. Carpenter will nicht weiterbauen. Ah, da brauchen wir auch ein Steinchen für. Das hatte ich vergessen. Für den Masonhammer brauchen wir ein Steinchen. Und für Steinchen brauchen wir Steinklötze. Da muss ich halt Minen gehen. Da müssen wir halt mal kurz eine Mine anlegen. Auch das wollte ich eigentlich vermeiden. Müsste ja hoffentlich ein Stein rauskommen. Achso, und für die Hämmer brauchen wir eventuell noch mehr. Komm, dann machen wir kurz runter. Das sollte reichen. Das sollte reichen, aber ich bin momentan ganz gut ausgelassen, beziehungsweise meine Manneken hier. Die kommen mit dem Fällen und mit dem Bauen und die Bären liegen da auch noch rum. Was? Das, ach, Rug Survivalist Steps by with the Swears. Das ist das nächste Update. Also, das ist cool. Den kenne ich jetzt auch noch nicht. Es gibt verschiedene Händler. Und ich kann jetzt Sachen kaufen und verkaufen. Das ist eben neu. Das soll später dann auch noch mit einer Animation, dass so eine Art Karawane da ankommt und dergleichen, gemacht werden. Momentan ist das genauso wie mit den anderen Händlern und Karawanen. Dass das einfach nur ein Fenster ist, was aufploppt und dann erscheinen hier um das Lagerfeuer herum die ganzen Waren. Und hier sehen wir jetzt, wir können für 8 Gold 99 von diesen Jerkies und so weiter hier kaufen. Und das werde ich nämlich genau mal machen. Nur ich habe 0 Gold. Ich kann aber verkaufen im gleichen Zug. Und was da immer geht, darum habe ich Betten gebaut. Das ist momentan in der Tat so ein Punkt, wo man sich sehr viel Gold mitholen kann, indem man einfach Betten herstellt und dann massig von dem Zeug raushaut. So, und jetzt mit dem Gold, was ich dadurch habe, kann ich sagen, ich kaufe Rapid Jerky. Achso, er hat 99. Ich kann jetzt 10 Stück kaufen, das geht. Ja, dann kaufe ich so viel wie geht, okay. Ah ja, okay, dann verkaufe ich noch ein paar Betten. So, und wir kaufen so viel wie geht. Wenn ich jetzt nochmal bei 10, genau, dann kauft er, also wenn ich auf bei 10 gehe und ich habe nur Geld für 8 oder sowas, dann kauft er 8 und zieht alles ab an Gold, bis man eben diese Menge hat. So, jetzt haben wir auf jeden Fall eine Menge an Nahrung. Ich verkaufe nochmal. Komm, alles weg. Scheiß auf die Betten. Und dann hier maximale
Foodmenge gekauft und wir bauen einfach wieder ein paar Betten. Nee, nicht versetzen. So. Das ist zumindest so für mich bisher die Methode, um am einfachsten an Geld zu kommen. Dass jetzt ein ausgerechneter Nahrungshändler kam, ist natürlich für uns ideal, weil das ist der Engpass, den wir haben hier. Wenn das jetzt alles eingelagert ist, Jerky ist auch sehr nahrhaft, dann sollte es eigentlich so sein, dass wir 2, 3 neue Siedler bekommen können, ohne dass wir hier einen Farmer einstellen müssen. Und das ist ganz sinnvoll. Dann können wir uns nämlich hier auf den Stadtbau stürzen, uns mehr darum kümmern und dann hoffentlich bald mit den Goblins in Kontakt treten. Nennen wir es mal einfach in Kontakt treten. So, der Masonhammer ist auch mittlerweile angelegt. Den kann ich also einstellen. Hier, komm, wir gehen da einfach der Reihe nach. Mason, 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 da. Er ist jetzt Mason. Kann seinen Shop direkt daneben stellen. Es gibt da verschiedene Händlerscheins. Also ich habe bisher nur mit dem Ressourcenhändler Bekanntschaft gemacht, der bei dem einen Testspiel, was ich hatte, dann auch mal erschienen ist. Und der hat dann entsprechend Holz, Stein und Co. Und dann kann man sich da eindecken. Aber dass es auch Nahrungshändler gibt, ist natürlich eine super Sache. So, der Mason hat seinen Shop. So, den Hammer. Da brauchen wir eine Mason Level 1 für. Damit wir den möglichst schnell hochbekommen, baue ich hier mal eine Runde. Komm, wir bauen Bänke und Tische. Machen wir so und dann 2, 6 Bänke und 6 Stühle. Machen wir 6 Stühle. Dann haben wir Platz für viele, viele der Hearthlings, wie sie mittlerweile heißen. Hearthlings, nicht Siedler. Was ich auch mal testen will, sind diese Vogelbecken. Die waren ja verbuggt in der Alpha 8. Die konnten wir zwar aufbauen, aber die wurden auch sofort wieder abgebaut. Schauen, ob sie das mittlerweile behoben haben. Das interessiert mich mal. Und wir bauen noch ein bisschen Stein ab. So, Daily Update müsste eigentlich mal wieder kommen. Ah, und neue. Sehr gut. Daily Update, ich sag's noch. Genau, Food haben wir jetzt in Massen. Net Worth ist auch perfekt. Ich glaube, der nächste ist 1700. Das heißt also, ohne ein Haus zu bauen, kriegt man locker noch mindestens einen Siedler hin. Naven irgendwas, keine Ahnung, ist da zugestoßen. Und wir schauen mal ganz kurz, das habe ich mir jetzt bisher auch noch nicht angesehen. 100, 120, 140, 90 Leben, 90, 40 Leben. 80 Leben, 120 Leben, okay. Den 40er sollte ich unbedingt in den Shop stecken, ansonsten ist der ja mit 2 Schlägen tot. Wie macht man das? Ich könnte ihm doch einen Farmer geben, allerdings ist das eher... Blacksmith. Blacksmith, wenn der hier Level 1 ist, dann können wir einen Blacksmith-Hammer bauen. Und dann mache ich den zum Schmied. Beim Schmied wollte ich nämlich gucken, ob in der Alpha 9, das stand allerdings in keinem Patch-Note, Norm Windriser has arrived with wares to sell. Das wird jetzt so ein Ressourcen... Nee, das sind Möbel. Ach, wie cool. Da kann ich jetzt also diverseste Möbel und auch Holz kaufen. Für 80 Gold kriege ich ein komfortables Bett. Ich kann ihm hier meine unbenötigten Rohstoffe... wie beispielsweise Eisenerz oder Kupfererz oder dergleichen verkaufen. In dem Fall sage ich jetzt allerdings mal nein, danke, wir brauchen nichts. Mason Level 1, wunderbar. Trader approaches to your town, hier ist ja jede Menge los.
Er will 5 Holzschwerter und gibt mir dafür 5 Cloth. Brauche ich nicht. So. Mason, dann stellst du, sobald du den Krams da alles gemacht hast, mal den Blacksmith Hammer her und dann können wir unseren Schmied einstellen. Dann will ich echt den Schwachen nach Möglichkeit zum Schmied machen. Jedes Level abgibt, egal welcher Beruf gerade ausgeführt wird, 10 Lebenspunkte dazu. Selbst wenn der mal Level 5 hat, hat er dann erst 100 Leben. Nee, Quatsch, 90 Leben. Das ist echt sehr wenig. Also ich schätze mal, wenn Goblin-Angriffe kommen, wird der oder die Arme sterben. Wer war's denn? Sehen. Tja. Das ist schon schade. Also das ist eigentlich das, was ich nachschauen wollte, ob die Lebenspunkte nach wie vor unterschiedlich sind, ob die generell niedriger geworden sind. Scheint mir aber in etwa noch auf dem Niveau zu sein wie vor dem Patch. Ich habe jetzt keinen 170 Lebenspunkte Halfling hier. Da scheint es nicht mehr so arg viel von zu geben. Aber nun ja, wir bauen einfach nochmal ein bisschen. Ein Shared Sleeping Quarter. Und dann würde ich ganz gerne diese Folge auch schon relativ zeitnah beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich versuche den Start mal so zu machen, dass ich vielleicht noch ein bisschen weiter zocke im Offscreen und wir dann quasi mit dem Begrüßungskomitee der Goblins Bekanntschaft machen. Jetzt noch mal ein paar Fenster. Achso, wir brauchen ja noch eine Tür. Die Bude hat ja, glaube ich, auch noch keine Tür gehabt. So. Wenn das Begrüßungskomitee der Siedler kommt, der Goblins kommt, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und so lang sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, euch gefällt, was ihr gesehen habt. Euch gefällt die Alpha 9 und die Neuerungen, denn das werden wir dann, sobald der offizielle Release raus ist, das ist ja immer noch so eine Prä-Version, das werden wir dann zusammen Let's Playen. Es kann sein, dass es jetzt nach dem Special, das wird so, denke ich, 2-3 Folgen lang gehen, das Special, dass es nach dem Special nochmal ein paar Tage dauert, bis der offizielle Release raus ist. Mit ein bisschen Pech müssen wir da dann also nochmal ganz kurz eine Pause machen, 1-2 Folgen aussetzen lassen, bevor wir dann wieder richtig loslegen. Und dann sehen wir uns also jetzt erstmal wieder beim nächsten Special und dann hoffentlich mit ein paar Goblins, die irgendwelche Waren von uns wollen, die wir ihnen natürlich nicht geben. Krieg. Es wird Krieg geben. Und wir rüsten uns so lang. Also, bis dann. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.